Hi, heute hier mit Barbara Miller, Regisseurin von Female Pleasure. Also einer der Filme, der wahrscheinlich alle Frauen in der Schweiz sehen sollten und weiter. Also Female Pleasure ist ein bisschen auch sarkastisch gemeint, oder wie? Ja, also eben, er heißt Hashtag Female Pleasure. Ja. Das heißt für mich auch so das Recht auf selbstbestimmte weibliche Sexualität, der Kampf für weibliche Sexualität. Eben wir Frauen sprechen eigentlich, egal woher wir kommen, über sehr, sehr ähnliche Erfahrungen. Habe ich gemerkt, dass alle fünf Weltreligionen in ihren heiligen Schriften Zitate haben, wo sie sagen, der weibliche Körper ist sündhaft, die weibliche Sexualität ist etwas Schlimmes, ist diese Verteufelung auch der Sexualität. Mhm. Und dann habe ich ja fünf Frauen aus den fünf Weltreligionen, Weltkulturen, das vermischt sich ja heute, gesucht, die aus ihrer Sicht darüber erzählen, wie sie das erleben in ihrer Kultur und in ihrer Gesellschaft. Mir geht es eigentlich darum, dass Frauen endlich Sexualität leben dürfen, ohne diese Moral und ohne diese Vorschriften, die eben uns durch die Religionen, durch die Kirche, durch heilige Schriften, durch die ganze Tradition auferlegt werden. Und war so einer der Grundansätze auch für meinen Film, weil eigentlich geht es immer darum, dass der weibliche Körper ein Sexualobjekt ist. Und der entweder verdeckt, genau, muss total verhüllt oder enthüllt. Genau. Aber es ist nicht die freie Entscheidung der Frau, was mit ihrem Körper und ihrer Sexualität geschehen kann und soll. Und es spielt keine Rolle, ob du bei uns in einer säkularen Welt lebst, die total auf Sexiness ist, oder ob du an einem Ort lebst, sei es jetzt in Indien oder sei es in gewissen arabischen Ländern, wo du dich absolut verhüllen musst. Es geht immer darum, der weibliche Körper ist dieses Objekt und der Mann muss in dem Sinn entweder eben, kann er darüber total verfügen oder er muss davon geschützt werden. Aber ich glaube grundsätzlich, das hat mir auch so Mut gegeben bei diesem Film zu sehen, in ganz, ganz vielen Ländern gibt es Frauen, die sagen, es reicht. Und was ich auch toll finde, sie versuchen ja mit Männern zusammenzuarbeiten. Mhm. Sie sagen den Männern, hey, ihr müsst uns helfen, wir brauchen eure Unterstützung, weil zusammen verändern wir das und das ist auch viel besser für euch. Weil mir ist so aufgefallen bei diesem Thema, dass es da so viel gibt, wo man nicht drüber spricht, was diese Stereotypen, der Mann ist stark und potent und weiß alles. Man spricht, sie sprechen, es haben mir auch Männer nach dem Film gesagt, sie und der Männer sprechen nie über Sexualität, nie über ihre Ängste, ihre Probleme, ihre Schwierigkeiten, weißt du? Und ich glaube, dass das auch ein Grund dafür ist, dass sie versuchen, die Frauen zu unterdrücken in der Sexualität.